Es ist wieder Zeit für Eisenbahnromantik, liebe Freunde. Heute kümmern wir uns um Eisenbahnen, die diesen Begriff eigentlich nicht verdienen und die trotzdem eine unglaubliche Bedeutung hatten. Ich spreche von Feldbahnen. Wir versuchen, diesen unscheinbaren und häufig belächelten Gefährten ein kleines Denkmal zu setzen. Die Feldbahnen haben zwar längst nicht mehr die Bedeutung wie vor einigen Jahrzehnten, aber es gibt sie vereinzelt immer noch und von ihrem Charme haben sie überhaupt nichts verloren. Am Anfang war die Lore, geschoben vom Menschen. Schwerere Loren wurden von Pferden gezogen. Die schafften auch schon kleine Loren Zügel. Dann kamen Dieselloks und immer unterschiedlichere Lorenformen. Von der Muldenkipplore bis zur Kübellore für flüssige Schlacke. Die modernste Lore ist diese Selbstfahrerlore. Ein hydraulischer Kipper, wie er in den 1970er Jahren in Ziegeleien im Einsatz war, mit automatischer Entladung. Doch damit hört die Geschichte der Feldbahn noch lange nicht auf. Wir sind ja ein Museum und wir wollen ja den Besuchern auch dieses System Feldbahn rüberbringen. Denn wie gesagt, schon über 100 Jahre alt, ja, und wir wollen ja vermitteln, was hatte das früher für eine Aufgabe gehabt. Früher wurden mit den Feldbahnen alles bewegt, was heute mit Lastkraftwagen bewegt wird, ja, mit Gabelstaplern oder auch mit Förderbändern. Und dieses System, dieses Transportsystem, das wollen wir einfach dadurch am Leben erhalten, dass wir hier in dem Museum das zusammentragen, sammeln und halt auch betriebsfähig vorführen. Nico, das jüngste Mitglied der Frankfurter Feldbahner und Vereinsvorsitzender Udo Pschikoda, demonstrieren, wie schnell eine Feldbahn aufgebaut wird. Und wie das Entleeren einer Rundkipplore funktioniert. Aus der Maschinenfabrik Heilbronn kommt diese Feldbahn-Dampflok Baujahr 1900, eine der ältesten fahrbereiten Dampflokomotiven in Deutschland. Darauf ist das Frankfurter Feldbahnmuseum besonders stolz und stellte für uns gleich einen zeitgenössischen Personenzug zusammen. Hin und wieder taucht hier in Frankfurt der Feldbahnpapst auf. Er hat 13 Bücher geschrieben über Feldbahnen und kennt Hunderte von ihnen. Ohne den Feldbahnbetrieb wären manche Werke gar nicht so entstanden, wie sie vielleicht jetzt entstanden sind. Weil innerbetrieblich mussten ja oft schwere Waren von A nach B transportiert werden. Und dafür war halt die Feldbahn das prädestinierte Transportmittel zur damaligen Zeit. Andere Möglichkeiten hatte man gar nicht. Die Feldbahn war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein fester Bestandteil des Produktionsprozesses. Es gab sie auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in Fabriken. Doch kaum jemand weiß das heute noch. Also das Feldbahnkonzept, was wir hier haben, ist eigentlich von der handverschobenen Lore bis hin zur schweren Lokomotive von über 110 oder 130 PS haben wir auch zwei Diesellokomotiven. Wir versuchen die ganze Bandbreite der Feldbahnen vom Untertagebau bis hin zur Kleinbahn, die Personen und Güter auch transportiert haben, hier abzudecken. 200 Fahrzeuge besitzt das Frankfurter Feldbahnmuseum, darunter eine verrostete Zuckerrohrlokomotive aus Java. Jedes Vereinsmitglied nimmt sich eine Lok oder einen Wagen vor und repariert ihn. Das kommt auch noch hinzu, dass wir also nicht so stark hier von Regeln bestimmt werden, wie das bei einer normalen Eisenbahn ist.
Wir sind also nicht an irgendeine Bahnbetriebsordnung gekoppelt, sondern wir fahren immer ja so, wie ich sage, so ähnlich wie ein Schaustellerbetrieb. Wir sind also mehr hier so an das Baurecht angeknüpft, was also die rechtliche Genehmigung dieser Bahn betrifft. Und haben natürlich als technische Überwachung haben wir dann den TÜV dann auch. Ja. Denn irgendeiner muss uns ja auch bescheinigen, dass das, was wir hier tun, alles in Ordnung ist und auch hier der Sicherheiten und auch dem Stand der Technik dann halt entspricht. Der Stand der Technik. Neben Benzin, Dampf, Diesel und Strom als Energielieferant gibt es bei den Feldbahnen noch eine besondere technische Variante, diese Druckluftlokomotive aus Tschechien. Sie sieht eher aus wie ein Geschoss, wurde im Bergbau eingesetzt, wo Antriebe, die mit Zündung funktionieren, zu gefährlich gewesen wären. In den 6 Flaschen sind 175 Bar Fülldruck. Das ist der Antrieb. Beim Fahren macht Spaß, diese Kraft dieser Lok zu spüren. Die ist also relativ klein, sieht sie aus, aber sehr kompakt durch den Bergbau, hat also 12 Tonnen. Und mit der Luftladung da drin kann sie von den Loren, wie wir vorhin gesehen haben, könnte sie 150 Stück ziehen. Ja, das heißt, sie hat enorme Kraft und das spüren Sie einfach, wenn Sie mit dem Gerät anfahren, der Auspuffschlag, die ganze Bewegung dieser Maschine ist eine ähnliche Faszination, wie sie von der Dampflok ausgeht. Man spürt das Gerät arbeiten. Die Druckluftlok ist eine der Neuerwerbungen hier. Und für die ist Rüdiger Fach zuständig als Lokscout. Er kauft Feldbahnen in aller Welt. Der Verein hat seine Netzwerke, das heißt, wir kennen andere Sammler, wir wissen, wo was steht und dann führt man Gespräche, telefoniert den Sachen hinterher und irgendwann heißt es dann, ich habe gehört, da hat einer was, da verkauft einer was, will was tauschen und dann muss man schnell sein und die Sachen an Land ziehen. Das Besondere der Feldbahn ist, dass es nichts gibt, was es nicht gibt und dass es so unterschiedliche Feldbahnbetriebe gibt, ganz kleine mit einer Lok und vielleicht zwei Weichen und einer kurzen Strecke, aber auch Riesennetze, wo vielleicht 20, 30 Loks eingesetzt werden. Und das sieht dann so ähnlich aus wie Frankfurter Hauptbahnhof, wenn dann zum Betriebsschluss alle Züge wieder zurückkommen. Betrieb wie auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, der herrschte auch 1921 in Darmstadt, als dieser Film entstand. Die goldenen 20er Jahre waren die Hochzeit der Feldbahn. Die chemische Fabrik Merck, schon damals ein Weltunternehmen, konnte letztlich nur durch die Feldbahn so groß werden. Gezogen wurden die Züge von Benzol-Lokomotiven. 5 Stück gab es damals bei der Merckschen Kleinbahn. Die Buchhaltung weiß zu berichten. Aus dem Eisenbahn- und Transportbahngeleise Kondo 1905-1906. Herstellung einer Gleisanlage zum Magazin von Dr. Röttgen. Schmalspurgeleise nebst Drehscheibe für Dr. Wetz. Kreuz und quer durchs ganze Firmengelände zogen sich die Werkbahngleise. Maschinenhaus, Fassmacherei, Glasmagazin, Eiskeller, Zollhaus, Waschhaus. Überall hin führten die 600 mm Gleise. 83 Drehscheiben gab es auf dem ganzen Gelände. Seit 1928 fuhr man sogar nach einem Fahrplan für den Warenverkehr. 6 Züge verkehrten täglich in beide Richtungen. In den späten 20er Jahren verstärkte sich der Autoverkehr. Man erfand die Kraftwagenstraße, später Autobahn genannt, und die wurde mit Hilfe von Feldbahnen gebaut. Zur Formung der Trassen verlegte man zunächst Feldbahngleise, um den Erdaushub abzutransportieren und die Unebenheiten im Gelände auszugleichen. Seltene Filmbilder vom Autobahnbau an der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt, die 1935 eingeweiht wurde. Nach dem sogenannten Hafraba-Plan sollten die Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck über Frankfurt mit Basel verbunden werden. Die Nationalsozialisten, zunächst nicht an der Autobahn interessiert, erkannten jedoch bald die Wichtigkeit schneller Straßen, auch für die Kriegsführung, und setzten Ende der 30er Jahre sogar Zwangsarbeiter ein für den Bau der Reichsautobahn. Unter den Mittelstreifen so mancher alten Autobahn
sollen noch heute Gleise der Feldbahn liegen, mit der sie gebaut wurde. Anfangs waren die Autobahnen noch ein Zweigunternehmen der Deutschen Reichsbahngesellschaft, also der Bahn. Pro Jahr sollten 1000 Kilometer Autobahn gebaut werden. Welch eine Ironie des Schicksals, dass das eine Verkehrsmittel zuerst dem Neuen den Weg bahnt und dann von diesem verdrängt wird. Unweit vom Autobahnkreuz Walldorf, direkt an der Bahnstrecke Heidelberg-Karlsruhe, befand sich die Wieslocher Tonwarenfabrik. Vor 100 Jahren war das ein Großunternehmen, von dem die ganze Region lebte. 90 Jahre lang produzierte man hier Ziegel und Backsteine. Doch heute ist von dem riesigen Werksgelände nichts mehr übrig. Fast nichts mehr. Hier gab es einen alten Lokschuppen, der stammt aus dem Jahr 1905. Und ich habe noch ein paar Mitstreiter gehabt und wir haben dieses alte Gebäude entdeckt und hatten einfach die Idee, das zu erhalten. Und ja, da haben wir mal angefangen und nach dieser Erhaltung sozusagen, nach dem Wiedererwecken aus dem Dornröschenschlaf, haben wir dann auch angefangen zu sammeln. Und ja, wenn mal Männer anfangen zu sammeln, dann kommt einiges zusammen, sehen Sie ja auch hier. Dieser Lokschuppen war ein kleines Gebäude innerhalb der Wieslocher Tonwarenfabrik. Hier, ganz links am Bildrand. Alles andere ist weg, dem Erdboden gleichgemacht. Auch diese Fabrik war, wie Merck in Darmstadt, durchzogen von Feldbahngleisen. Die Feldbahnfreunde Wiesloch haben aber noch ein anderes Gerät aus der Feldbahnzeit, das sonst nirgendwo mehr funktionsfähig anzutreffen ist. Einen Eimerkettenbagger. Das Faszinierende ist einfach die Technik als solches. An sich ganz simpel und trotzdem sehr effektiv. Und ja, man kann das schön nachverfolgen, wie hier der Ton von dem Gerät aufgenommen wurde und zur Verarbeitung gebracht wurde. Und das ist einfach ein faszinierendes Gerät als solches. Also uns gefällt's, unsere Besucher sind ganz begeistert, weil so gut wie niemand hier von diesen Jahrgängen, die uns noch besuchen, kann sich hier erinnern, so ein Gerät jemals in der Funktion gesehen zu haben. Wir hatten das riesige Glück, dass über Vereinskollegen, der hier sukzessive nachgeforscht hat, in Wasserburg an der Inn noch so ein Exemplar mitten im Wald stand, das 30, 40 Jahre vergessen wurde. Und ringsherum hat sich ein Wald gebildet und das hat sich erhalten und das konnten wir hier wieder funktionsfähig aufbauen. Auf ihren Eimerkettenbagger sind die Wieslocher besonders stolz. Denn es war ein Riesenaufwand, ihn zu bergen. Neben der Feldbahn soll er im Mittelpunkt eines technischen Freilichtmuseums stehen, in dem die Arbeitsprozesse des industriellen Zeitalters in Aktion demonstriert werden. Dazu soll eine Tongrube gehören, wie es sie einst in Wiesloch gab, aber auch ein Bergwerk, ein Steinbruch, eine Kiesgrube und eine funktionierende Ziegelei. Das wird allerdings noch einige Jahre dauern. Das ist ein bisschen ein großer Sandkasten. Manchmal sagt man auch, das ist so ein großer Erwachsenenspielplatz. Ich will das nicht so ganz in Abrede stellen. Aber man muss es auch sehen, auch ein großer Sandkasten muss unterhalten werden. Und wir betreiben das mit einer Ernsthaftigkeit. Und wir wollen vor allem, wir haben einen musealen Anspruch. Für uns ist wichtig, dass hier die Besucher auch wirklich nachempfinden können, nacherleben können, wie das damals auch wirklich war. Ein Freizeitpark soll hier entstehen. Ein historisches Industriegebiet mit Erlebnischarakter. Die Baugenehmigung durch die Stadt liegt bereits vor.
Das wird im Grunde genommen eine Art Freilichtmuseum. Das dürfen Sie sich so vorstellen. Es gibt ja diese Freilandmuseen, das jetzt ein Vogtsbauernhof ist. Ja so. Es gibt also so diese Vorindustrialisierung, die ist abgebildet. Und wir wollen sozusagen so die industrielle Geschichte nachempfinden. Das heißt, das Publikum, also die Besucher, die sollen sich dann auch wieder in die Zeit zurückversetzt fühlen. So wie in diesem Ziegeleifilm aus den 1960er Jahren soll in Wiesloch die Zeit der Feldbahnen wieder aufleben. Nun zeigen wir Ihnen, wo Sie im Südwesten noch überall Feldbahnen besichtigen und mit ihnen fahren können. Frankfurt und Wiesloch kennen Sie schon. In Bad Wurzach fährt eine Torfbahn, in Neckarbischofsheim einer der ältesten Feldbahnvereine und in Spiegelberg ein pensionierter Lehrer. Und überall können Sie mitfahren, beziehungsweise auch nur hinfahren, wie zum Beispiel nach Michelstadt im Odenwald, wo heute noch Feldbahnen hergestellt werden. Aber der Reihe nach. In Neckarbischofsheim im Kraichgau wird auf einem 600 Meter langen Rundkurs an 8 Sonntagen im Jahr das Mitfahren angeboten. Viele Lorenwagen aus verschiedenen Epochen sind am Rande der Strecke zu sehen. Und zwischendurch geht's stimmungsvoll durchs Schilf. Eine typische Landschaft in Oberschwaben, Moor. Auf den Spuren der Torfstecher kann man sich mit dem Bad Wurzacher Torfbähnle sicher ins Moor wagen. Bis zur Jahrtausendwende wurde hier im Wurzacher Ried Torf abgebaut und mit der Torfbahn aus dem Moor heraustransportiert. Bis heute gibt es im sumpfigen Gelände noch kein besseres Transportmittel als die Feldbahn. Dadurch, dass das Gewicht über die Gleise großflächig verteilt wird, sinkt keine Lok ein. Das Torfbähnle hat 2 feste Fahrtage im Monat, fährt aber auch zwischendurch. Einfach anrufen. Mitten im Schwäbischen Wald findet sich ein Stollen mit einer ganz seltenen Substanz. Man braucht sie für Sensen, Sicheln, Messer, kurz für alles, was scharf sein muss. Und dieser Mann kennt sich damit aus, Manfred Scheible. Seines Zeichens Lehrer und Feldbahner. Hier werden Wetzsteine gewonnen. Aus einer nur 15 cm dicken Schicht Gestein schneidet man handliche Stücke. Und diese dienen zum Schärfen. Der außergewöhnliche Wetzsteinstollen liegt in Jux bei Spiegelberg und kann jeden 1. und 4. Sonntag im Monat besichtigt werden. Kleine Dampflok auf großer Fahrt. Neben seiner Arbeit im Wetzsteinstollen ist Manfred Scheible zuweilen auch mit seiner selbstgebauten grünen Dampflok unterwegs. Und diese ist sein absoluter Liebling, sein erfüllter Lebenstraum. Mit ihr kann er überall hinfahren, sie ganz allein vom Anhänger lassen oder wieder aufladen. Alles ist genau ausgetüftelt. Lässt er die 2,50 Meter kurze Dampflok Marke Eigenbau auf sein Gartengrundstück in Spiegelberg im Schwäbischen Wald rollen. Hilfe braucht er dazu keine, auch wenn die Lok weit mehr als eine Tonne wiegt. Es bereitet ihm sichtlich Freude, uns sein großes Spielzeug vorzuführen. Ja klar. Großes Spielzeug, ja, oder sagen wir so, kleines Spielzeug für große Kinder. Ja, aber erstens mal, weil man halt selber was bauen kann. Und dann ist es nicht so klein, dass man dann wirklich also so modellmäßig das macht, sondern man kann wirklich nein sitzen. Man kann auch mal Kinder mitnehmen, man kann auch sehr viel selber machen. Bei der Feldbahn ist ja fast alles erlaubt. Ne? Man kann also mal eine Lore umbauen zu einem Gepäckwagen oder zu einem Flachwagen. Und da ist einfach der Fantasie keine Grenze gesetzt. Die Kinder vom Dorf sind mal wieder gekommen, um mit der Gartenbahn zu fahren.
Das macht Manfred Scheible gern. Seit er pensioniert ist, umso lieber. Denn jetzt hat er die Zeit, die er schon immer gern gehabt hätte, um mit seinem Bähnle regelmäßig Runden zu drehen. Sein Grundstück ist nicht übermäßig groß, gerade mal 20 auf 50 Meter, aber ausreichend für einen Schienenkreis. Begonnen hat Manfred Scheibles Liebe zur Feldbahn bei einem Schüleraustausch in Frankreich, als sein Gastvater Schienen als Beetbegrenzung im Garten verlegte. Und dann haben wir dann die Lorewägel da drauf geschoben. Natürlich war das eine schöne Wegbegrenzung. Aber das mit dem, da hat man dann bald erkannt, der Vater auch, dass man mit den Lorewägel durch den Mist und Erde und Abraum und alles Mögliche transportieren kann. Und dann hat es mich natürlich ein bisschen geärgert, dass man das immer von Hand schieben musste. Und habe dann einen 2-CV-Motor besorgt und dann haben wir eine erste Lokomotive drauf gebaut. Mit einem Kettentrieb und so weiter. Ja, und als ich den Garten dann hier gepachtet und später gekauft habe, da habe ich gedacht, na ja, das, was die können, kann ich auch. Und die erste Linie ging ja geradeaus in den Garten. Und ich habe dann damals gesagt, na ja, ich habe keinen Traktor und hin und her fahren ist auch gut. Dann habe ich da vorne erst einmal eine Schiene vorne quer reingespannt und habe dann da tatsächlich die Egge und den Pflug dran gehängt und habe dann meine Kartoffelacker damit gepflügt. Um Einfälle war und ist Manfred Scheible nie verlegen. Man kann den lieben Herrgott ein bisschen spielen. Ich kann mir meine Gleise so legen, wie ich mir das vorstelle. Natürlich, die Grenzen sind etwas eng hier auf dem Grundstück. Ne? Könnte größer sein, mindestens dreimal so groß. Ne? Aber wenn man dann mal das sauber geschafft hat und sauber hingelegt hat, dann hat man auch seine Freude dran. Und es ist so massiv, dass man nicht jedes Mal wieder neu anfangen muss. Den Garten hat er für seine Frau gebaut, die Bahn drumherum für sich und die Kinder. Seine neueste Errungenschaft ist diese Straßenbahn für den Garten. 4,40 Meter ist der Triebwagen lang, passt exakt auf den Hänger und kann auch überall hin mitgenommen werden. Probefahrt für die Dorfjugend. Fast schon ein symbolisches Bild. Im Sensenbach spiegelt sich die Welt von Manfred Scheible. Und die Sitzbank. Ja, da drin sitzt jetzt der Motor, also der 3-Zylinder Kubota-Motor. Angeflanscht ist hier eine Hydraulikpumpe, eine Verstellpumpe. Und diese Pumpe hier, die treibt die zwei Hydraulikmotoren im Drehgestell an. Und was war das früher mal? Oh, das ist eine ausrangierte Straßenkehrmaschine. War das früher mal. Und die Ingredienzien hier, das ist eigentlich alles, was in der Maschine drin war. Eine Straßenkehrmaschine zur Straßenbahn umbauen. Das ist schon ein bisschen verrückt. Ha, sagen wir mal so, es ist eine Passion. Bevor es zum Verrücktsein dann irgendwie tendiert, würde ich dann doch mal die Notbremse ziehen und kräftig Sand dazugeben. Also verrückt wie es nicht. Aber es ist schon eine Passion, doch. Wer Manfred Scheible und seine Gartenbahn erleben will, der braucht sich einfach nur anzumelden und nach Spiegelberg zu kommen. Auszüge aus Meyers Konversationslexikon von 1894 und aus dem Brockhaus Universallexikon von 1908. Darin sind mehrere Doppelseiten der transportablen Eisenbahn gewidmet.
Verlegbare Eisenbahnen, auch Industrie-, Feld-, Wald-, Roll- oder fliegende Eisenbahnen genannt, sind Eisenbahnen, bei denen die Gleise auf die Erdoberfläche gelegt werden, sodass die Herstellung dieser Eisenbahnen wie auch die Veränderung der Lage derselben rasch und leicht ausführbar ist. Erfunden hat die Feldbahn laut Brockhaus der Landwirt de Coville 1876 in Petit-Bourg in Frankreich. Wissen über die Feldbahn war vor 100 Jahren Volkswissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen die Feldbahnen in Deutschland eine neue, aber sehr wichtige Bedeutung als Trümmerbahnen. In den Bombennächten des Jahres 1944 sank die Stadt in Schutt und Asche. Von 57.000 Wohnungen wurden etwa 17.000 vollständig zerstört und 30.000 beschädigt. Hier ein Blick vom Rathausturm auf den Marktplatz. Im Hintergrund das ausgebrannte Schloss. Die erste und zugleich härteste Arbeit in den Ruinen ist das Loshauen der Trümmer, das Verladen in Schubkarren auf Loren und Förderbänder. Eine Bahn mit 600 mm Spurweite bringt den Schutt aus den engen Seitenstraßen zur großen Schuttbahn. In den breiten Straßen und zur Abfuhr nach dem Rheinhafen wird auf 900 mm Gleis verladen. Vom Schlossplatz aus fährt die Bahn auf den einst gepflegten Wegen des Botanischen Gartens mitten durch das zerstörte Orangeriegebäude. Die Trümmer aus den südwestlichen Stadtgebieten werden mit Pferdefuhrwerken, kleinen Bahnen und Lastwagen auf die Schutzzentrale Schmiederplatz gefahren. Gefilmt hat diese Bilder der Karlsruher Fotograf Bauer. 10 Jahre lang drehte er die Aufbauarbeiten der Fächerstadt. Von Trümmerbahnen gibt es kaum bewegte Bilder. Hier hat Karlsruhe einen seltenen Schatz, um das es viele große Archive beneiden dürften. Schon damals besaßen die Lorenwagen eine Schnellkippvorrichtung. Bereits im Jahre 1946 sind 300.000 Kubikmeter Schutt abgefahren, ein Fünftel der Gesamtmenge. Zeitsprung ins 21. Jahrhundert. Noch immer gibt es Feldbahnen. Mittlerweile als hochspezialisierte Förderwagen, hier im Einsatz für die Emslandwerke an der deutsch-niederländischen Grenze. Gebaut werden solche modernen Loren im Odenwald bei der Firma Mühlhäuser, die schon seit über 100 Jahren Loren herstellt und sich zum Tunnelspezialisten entwickelt hat mit Kunden in aller Welt. Der erste große Auftrag war 1987 der Kanaltunnel vom europäischen Festland nach England. Wir haben dann richtige Förderwagen gebaut für große Bauvorhaben und haben zu Tausenden diese Förderwagen an den Markt gebracht. Und dann wurde es ganz heftig mit der Notwendigkeit, sich zu globalisieren, am Weltmarkt zu gehen und mit einem wesentlich erweiterten Programm. Egal ob Eisenbahn, Straßen, Kabel, Wasser oder Metrotunnel. Mühlhäuser Selbstentladeloren bauen am Gotthard mit, bei der Londoner U-Bahn und an unzähligen Tunneln weltweit. Die Feldbahn in dem klassischen Sinn modernisiert, wird nicht sterben. Also die Gleisförderung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil bei der Realisierung unserer Infrastrukturprojekte. Die meisten dieser Tunnel müssen auf Gleis hergestellt werden und natürlich nachher auch im Gleis genutzt werden. Also ich sehe da eine große Zukunft und es zieht sich wie ein roter Faden von den Anfängen der Feldbahnen bis heute. Die Feldbahn, das Mauerblümchen unter den Eisenbahnen. Aber unverzichtbar.